Sebastian Auer hat mich früher in der Schule gehabt. Von daher hat er gesagt, und zwar also, war ein guter Schüler bei mir, der Sebastian Auer. Ich darf einen herzlichen Gruß ausrichten vom Dekan Saalfrank. Wir haben uns beide abgesprochen und finden es gut, dass der Zug heute, die Demo heute hier auch vor der Marienkirche geht. Und ich möchte nur ganz kurz zwei, drei Gedanken zum Thema Schöpfung aus christlicher Sicht sagen. Für uns Kirchen ist die Bewahrung der Schöpfung ein großes Thema, denn wir bekennen uns ja jeden Sonntag zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir wissen, wie behutsam wir mit unserer Erde umgehen müssen. Es geht nicht lauter, dann rutscht man halt umher. Also ich bin schon ganz am Mikrofon dran, ich müsste es verschlucken, lauter geht's leider nicht. Wir Kirchen bekennen uns zu Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und wir wissen, dass wir behutsam mit der Schöpfung umgehen müssen und dass wir kreativ mit ihr umgehen dürfen, damit eine gute Zukunft auf unserem Planeten für alle gesichert wird. Wir Christen nehmen die Schöpfung an als Geschenk und als Auftrag. Aber als Christen wissen wir, es genügt nicht zu demonstrieren und die Verantwortung fürs Handeln eventuell an andere zu übertragen. Jeder und jede Einzelne ist aufgerufen und verpflichtet, den persönlichen Lebensstil zu überprüfen. Umkehr und Neugesinnung sind christliche Begriffe und gehören auch in die Ökologie hinein. Jeder und jede Einzelne darf anders leben zur Bewahrung der Schöpfung.